Ladies and Gentlemen, willkommen zu Baldur's Gate 3. Endlich ist es in der Vollversion rausgekommen und ich bin sowas von hyped. Teilweise habe ich mir ein paar Sachen schon angeschaut, was so in den Teasern und so gezeigt wurde. Und teilweise lasse ich mich überraschen. Auf jeden Fall erwarte ich sehr viel von dem angeblich Rollenspiel des Jahrzehnts, was Witcher 3 in den 10er Jahren prinzipiell war, soll Baldur's Gate 3 angeblich durch die Kritiker behauptet, jetzt in diesen 20er Jahren das Spiel des oder das Rollenspiel des Jahrzehnts werden. Es haben auch schon viele andere Entwicklerstudio gesagt, man sollte sich nicht an den Standard, den Baldur's Gate 3 hier vorspielt, gewöhnen, denn ein Spiel mit so vielen Texten, die alle synchronisiert sind, auf Englisch zwar bloß, aber immerhin, bei einem klassischen Rollenspiel ist außergewöhnlich. Der ganze Aufwand ist außergewöhnlich. Die ganzen Möglichkeiten sind außergewöhnlich. Dementsprechend, das ist leider nicht der Standard, wie er sein sollte, auch wenn es schön wäre. Trotzdem, egal. Baldur's Gate 3, Megaspiel. Ich habe auf dem Kanal schon Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 durchgespielt. Das war eine epische Reise. Da habe ich eine böse Truppe gespielt. Das werden wir auch weiterführen. Also ich werde der Linie treu bleiben. Schon mal so vorneweg, wir werden hier versuchen, zwar nicht ultra böse, aber doch schon dem Bösen zugeneigt zu spielen. Also nicht hier das hier schöne Paladin-Lichtgehabe, sondern, nee, da werden mal ein paar Köpfe rollen, so in etwa. Ja, so wird es sein. Und ich glaube, das Setting bietet sich auch dafür an, weil wenn man dort oben schaut, dieses Symbol kennt man aus Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 sehr gut, weil das war da auch überall zugegen. Das ist nämlich das Symbol des Gottes des Mordes Baal. Und in Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2, da war unsere Rolle, wir waren sozusagen ein Abkömmling von Baal. Einer von vielen, die dann am Ende Krieg geführt haben und sich gegenseitig abgeschlachtet haben, so Highlander-mäßig, damit einer nur übrig bleibt und der wahre neue Gott des Mordes werden konnte. Ich weiß leider nicht mehr, was bei uns am Ende rauskam beim Playthrough. Ich glaube, ich habe mich gegen die Gottesrolle entschieden und eher für die Freiheit und die Weltherrschaft so in etwa. Ja, 100 Jahre später ist dieses Spiel angeblich von Baldur's Gate 2. Dementsprechend schauen wir mal, ob wir etwas von der Vergangenheit erkennen. Ein paar Charaktere gibt es ja. Vielleicht erfahren wir da ein bisschen. Ich bin schon hyped, das herauszufinden. Aber auch das, aber da komme ich bei der Charakterkreation nochmal zum Sprechen. Das hat vielleicht noch Auswirkungen, dieses Symbol. Ist auch überraschend, im Early Access, glaube ich, war das noch nicht so wirklich zugegen. Das habe ich da noch nicht gesehen. Sehr schön. Also hier sieht es schon mal stimmig aus. Generell, das Spiel sieht Bombe aus. Ich muss sagen, oh, geil. Apropos Aussehen, schauen wir uns kurz mal, machen wir einen kurzen Überblick über die Optionen, wie üblich. In diesem Video plane ich übrigens hauptsächlich die Charakterkreation. Ein bisschen was werde ich dazu erzählen zur Charakterkreation. Wenn ihr einen tiefen Guide haben wollt, schreibt es entweder in die Kommentare oder ich befürchte, auf YouTube sind schon jede Menge vorhanden, weil das Spiel ist Hype. Viele Leute lieben es und ja, wird wahrscheinlich nicht ohne Grund Spiel des Jahrzehnts vielleicht werden können. Twitch-Integration finde ich ziemlich geil. Ich habe auch schon die Twitch-Drops, die es jetzt, glaube ich, für eine Woche oder zwei Wochen gibt, habe ich mir geholt. Also wer das Spiel hat und Twitch, der kann gerne mal 2 Stunden im Streamer auf Twitch zuschauen und kriegt dann, nachdem er die Drops aktiviert oder beziehungsweise zu Larian Studios connected hat, seinen Account, kriegt dann ein paar Belohnungen. Schauen wir mal selbst dann später, was für Belohnungen es sind. Also hier sind auf jeden Fall ein paar. Ich habe Nacktheit ausgeschaltet. Das ist zum Beispiel eine der wichtigen Sachen, weil YouTube mag das nicht und ich bin zu faul, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie viel Effekt es hat. Ein paar Sachen kennt man ja von den Spoiler-Videos schon und sowas, beziehungsweise von den Vorstellungen von Larian Studios zu den Romanzen, die es in dem Spiel auch gibt. Dementsprechend, ja, brauche ich jetzt nicht. Vielleicht, wenn ich mal privat nochmal durchspiele, vielleicht als eine gute Truppe, dann vielleicht. Ich werde auf jeden Fall böse spielen und lebe dann mit den Konsequenzen und auch mit den Wahlmöglichkeiten. Mal schauen, was es dafür welche gibt. Es gibt viele Tastenkombinationen oder Tasteneffekte. Muss ich alles noch lernen, prinzipiell, oder ausprobieren? Habe ich mit Sicherheit nicht im Kopf. Das ist nie so meine Art. Ich bin eher Mausspieler. Von der Grafik her, super Sache, dass es das Spiel alles auf Ultra ansieht. Deswegen werden wir ein blendendes Spielergebnis haben. Oder Erlebnis. Sound ist auch alles in Ordnung. Interface.
Ja, da die Tutorials habe ich angeschaltet, damit am Anfang für manche Spieler, die es nicht so vertraut sind mit dem Spiel, da können wir es uns nochmal durchlesen. Vielleicht sind auch für mich noch einige Tipps da. Die genordete Minimap, also dass sozusagen die Map immer nach Norden zeigt dort oben. Müssen wir mal schauen, ob das so wie es jetzt ist, also dass sie mitdreht, gut ist oder anders. Also, muss man schauen, muss man einfach ausprobieren. Und Barrierefreiheitsoption finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Wobei, da gibt es ja Überschneidungen hier zum Beispiel mit den Genitalien, was jetzt das, was Barrierefreiheit ist, aber gut. Muss ich nicht alle verstehen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir ein episches Abenteuer. Wie gesagt, dieses Video ist eher hier die Charaktererstellung, ein bisschen was mehr dazu erzählen, ein bisschen schwafeln, ein bisschen in die Tiefe gehen, ein bisschen erzählen, warum ich mich für was entscheide. Und dann beim nächsten Mal starten wir mit dem zwar vertrauten, aber komplett überarbeiteten Anfang. Von was sehen wir jetzt vielleicht in diesem Video? Achso, erstmal noch Schwierigkeitsgrad. Ich weiß jetzt leider nicht, was der Standard-Schwierigkeitsgrad, also das Originalregelwerk ist. Dadurch, dass das ausgeglichen ausgewählt ist, gehe ich erstmal damit. Man kann es mit Sicherheit danach ändern. Und ich muss mal recherchieren, ob Taktiker das Originalregelwerk ist, weil dann würde ich auf Taktiker gehen. Ich will nämlich nach Originalregeln spielen, ehrlich gesagt. Gut, aber jetzt genießen wir erstmal den Anfang. Ja, das war jetzt. Ja, wer bin ich denn? Das war erstmal der Grundkonflikt, der gerade erschienen ist. Das war ein Gedankenschinder und der hat uns eine Gedankenschinder-Larve in den Kopf implantiert, sozusagen, eingepflanzt. Und das ist so ein Problem, das hatten wir schon im Early Access. Die wollten wir unbedingt loswerden. Ich weiß aber allerdings, man kann jetzt mehr damit machen. Beziehungsweise die hat jetzt mehr Auswirkungen im echten Spiel. Also bin ich sehr gespannt darauf, welche. So. Jetzt sind wir Charaktererstellung. Wir haben die Option, wir können einen eigenen Charakter erstellen. Da haben wir volle Freiheit, wir können alles machen, was wir wollen. Einziger Haken ist, der hat halt ein paar Basic-Interaktionen mit der Umgebung, aber ist jetzt nicht mit der Welt verwoben, storytechnisch. Das ist ein Unterschied bei den Original-Charakteren, bei den Original-Charakteren. Diese sechs Charaktere kann man, also man kann alle Charaktere in dem Spiel treffen, die hier unten sind. Wenn man einen auswählt, spielt man aber aus dessen Rolle das Spiel. Also man kann tatsächlich einen vorgefertigten Story-Charakter auch nehmen und verfolgt dann aus dessen Sicht das ganze Spiel. Ein spannendes Konzept und ich nehme es schon mal vorweg, wir werden das dunkle Verlangen spielen, weil diese sechs kann man als Begleiter rekrutieren. Soweit ich weiß, dunkles Verlangen angeblich nicht, was ich gefunden habe. Den kann man nur finden, oder das kann man nur finden. Und dunkles Verlangen ist perfekt für einen bösen Durchgang. Warum erzählen uns die Charakter oder der Charakter? Aber kurz,
Aber wir werden, bevor wir die Originalcharaktere mal hören, weil das ist geil gemacht, dass sie sich vorstellen und deren Intention, deren Beweggründe oder deren Auftrag erzählen. Das finde ich echt mega gemacht. Aber davor schauen wir uns ganz kurz mal an, was wir hier so haben. Weil da bietet es sich hier an. Also, wir haben bei einer normalen Herkunft haben wir eine Volksauswahl. Wir haben da 11 verschiedene Völker, die jeweils meistens noch unter Subklassen oder unter Völker haben. Zum Beispiel ein Elf kann noch weiter in die Volksunterart Hochelf oder Waldelf aufgedröselt werden und kriegt dann entsprechend andere Vorteile. Ein Hochelf hat nochmal einen extra Zaubertrick zum Beispiel. Ein Waldelf kann sich weiter bewegen, hat eine erhöhte Bewegungsrate. Wir haben Tieflinge, wir haben Drow, das sind die Dunkelelfen aus dem Untergrund. Da gibt es Böse und Gute mittlerweile. Früher war es hauptsächlich Böse. Menschen, die Klassiker, Gidjanki, die sind für mich tatsächlich recht neu. Die kamen bei Baldur's Gate 3 dazu. Sehen ein bisschen aus wie Goblinoide, größere humanoide Goblinoide, würde ich mal fast sagen. Aber die kommen irgendwie aus einer anderen Dimension, glaube ich, und hassen Gedankenschinder, sind irgendwie so die natürlichen Feinde von denen. Wenn wir noch ein bisschen mehr dazu hören. Zwerge, wir haben Halbelfen, Halblinge, Gnome, Drachenblütige, das ist da, sind wir, glaube ich, einige gehypt, und Halborks. Ja, genau. Nehmen wir mal, bleiben wir mal bei Elf, also der hat dann, gibt's da, gibt's bei Drow gibt's dann die Loth-Ergebenen, das sind die Superbösen, oder Seldarine Drow, das sind so, die sich vom Bösen abbekehrt haben und versuchen der Welt klarzukommen, aber Drow sind angesehen als Böse, generell. Ja, sehr gut, sehr gut, also wir machen das da, Hochelf, Zaubertrick, ach, da kann man sogar einen auswählen, das ist ja cool, das ist vielleicht doch eine Überlegung wert. Ein Zaubertrick, den man aussuchen kann. Ist nicht schlecht. Zaubertricks sind Zauber, die man immer wirken kann. Also unendlich wirken kann. Während bei anderen Zaubern das nicht so leicht geht. Mal Waldelf. Oder nee, wir nehmen wir doch mal einen Drachenblütigen. Aber da gibt es verschiedene und die, je nachdem, welche Farbe sie haben, deswegen... Boah, geil. Das sieht gut aus. Das sieht richtig unterschiedlich aus. Nicht so nur die Farbe, die sehen auch von den Zacken und allem richtig anders aus. Und je nachdem, welche Drachenabstammung sie haben, umso an, das ist deren Frostodem-Attacke und deren Resistenz. Eigentlich ziemlich cool. Ich habe mal in einem Pen and Paper, Anfänger-Pen and Paper, auch einen drachenblütigen drachenblütigen bösen Paladin gespielt. Da bin ich auch mal einfach... Der nicht sehr helle war, deswegen bin ich bei Barbarenlager oder bei Räuberlager nochmal durch die Haupttür gegangen. Und dann standen um mich 10 Leute und dann habe ich die einfach mit meinem Drachenodem abgekohlt. Das ist schon ganz cool. So, wenn man ein Volk ausgewählt hat und eventuelles Volksunterhalt, Menschen zum Beispiel haben keine, also geht nicht bei allen, dann kann man eine Klasse auswählen. Das ist auch sehr entscheidend. Also was spielt man genau? Es gibt Barbaren, das sind so die Kämpfer, die reinstürmen und alles wie niedermetzeln. Barden haben sehr viel Unterstützung und Tricks, Magie, Illusionen, glaube ich, würde ich auch bei denen sehen. Und natürlich mit ihrer Laute, beziehungsweise mit ihren Musikinstrumenten, wirken sie eine Art von Magie. Kleriker, klassische Heile, sind auch schwer gerüstet, also das sind Bollwerke des Guten meistens und können eine Truppe am Leben halten zum Beispiel. Druiden sind nahe den Naturen sozusagen, der Tiere, Kräfte der Natur. Ähnlich wie Kleriker haben sie auch Magie. Also die Kleriker können göttliche Magie wirken. Druiden können auch eine Art von göttlicher Magie, Naturmagie eher wirken. Was ein bisschen offensiver ist als die Kleriker, zumindest klassisch. Und ja, auf Tiere und Natur abgezielt. Es werden Kleriker eher so planetare Zauber, Celestia, also himmlische Gestalten zum Beispiel und sowas spät im Spiel herbeirufen könnten. Dann haben wir den klassischen Kämpfer. Ja, der kann sich in unterschiedliche... Also jede Klasse kann auch meistens sich in Unterklassen noch aufgliedern, ein bisschen spezialisieren, sagen wir es mal so. Ein Kämpfer könnte zum Tank, könnte zwei Hände zu, also hier Zweihandschwingenden oder zwei Waffen oder Fernkampf, sowas. In solche Spezialisierungen haben. Der Mönch, der kämpft eher entweder mit wenigen Waffen, wenigen einfachen Waffen oder sogar bloß mit den Fäusten und kann mit einer Form des Ki Spezialangriffe und Spezialfähigkeiten anwenden. Ist ganz praktisch, ist ein Martial-Arts-Kämpfer sozusagen.
Ich muss zugeben, ich habe nie einen Mönch gespielt und fand immer, die Mönche wurden gegen Ende richtig OP. Anfangs schwierig, wenn man bloß mit Händen kämpft gegen andere, die mit Waffen kämpfen. Paladin, ein Liebling meinerseits. Das ist immer was Gutes. Da hat man so von allem etwas. Man hat ein bisschen Magie, ein bisschen Heilmagie, ein bisschen Unterstützung. Ist prinzipiell ein Kämpfer eher, so ein Paladin. Und ich spiele sowas gerne auf Tank. Das wäre sozusagen für einen zweiten Playthrough, wo ich gut spiele, würde ich einen Paladin wählen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wahrscheinlich einen Zwergen-Paladin könnte mir... Oder vielleicht mache ich auch einen einen drakonischen Paladin. Könnte mir auch gut vorstellen. Einziger Haken ist beim drakonischen, ich liebe Dunkelsicht. Weil ich hasse es, im Nachteil zu sein, wenn es gerade wenn dunkler ist. Das ist nämlich die Konsequenz. Waldläufer sind meistens, ja, auch Kämpfer, würde ich sagen, aber naturbewusste Kämpfer, ein bisschen sneaky Kämpfer. Gut mit Bogen meistens, als Jäger prinzipiell können sie sich spezialisieren auf Bogenschützen. Sie können aber auch zum Beispiel auf Tierwohl und Tierbegleiter hier gehen. Sie können zwar nicht wie Druiden manchmal mit Tieren sprechen, aber sie haben eine gute Beziehung, sie sind sehr empathisch zu Tieren und können natürlich mit der Welt umgehen. Schurken hingegen, was der Name schon sagt, sind sneaky unterwegs und klauen und Schlösser öffnen, Fallen entschärfen, hinterhältige Angriffe, das sind deren Stärken. Sneaky-beaky unterwegs, alles niedermetzeln, sowas gehört dazu. Zauberer lernen durch... Genau, durch ein Erbe, die haben meistens eine Blutlinie oder sowas. Ja genau, eine Blutlinie oder so auf... der ihre Magie sich bezieht, können arkane Künste damit weben. Hexenmeister sind ähnlich, die haben meistens einen Pakt eingegangen mit irgendwelchen diabolischen Untoten oder was auch immer Kräften, um ihre Macht zu bekommen. Und Magier haben arkane Künste durch Studium meistens bekommen, durch Studien der magischen Künste, durch jahrelanges Lernen, so in etwa. Die haben sich erarbeitet, kann man sagen. Die haben es angeboren, die haben sich einer Macht verschworen und die haben es gelernt. So in etwa. Aber alle drei sind arkane Magiekünstler, die sind relativ offensiv von der Magie her meistens eingestellt. Gut, nehmen wir mal einen Kämpfer, simple Sache. Kämpfer können dann Kampfstile auswählen. Habe ich ja schon gesagt, da spezialisiert man sich ein bisschen. Ist zwar kein Muss, aber man spezialisiert sich ein bisschen. Bogenschießen, Duell ist glaube ich eher One-on-One, Einhandkampf. Kampf mit großen Waffen ist Zweihänder zum Beispiel, Leibwache ist, okay, Schild tragen und sowas, ein paar Boni, Kampf mit zwei Waffen, dann können sie zwei Waffen ohne Abzüge nutzen. Was noch interessant ist, sind Hintergründe. Man kann Hintergründe auswählen, die wirken sich, soweit ich es verstanden habe, auch ein bisschen auf die Spielwelt aus. Also, wenn du ein Adliger bist, wirst du vielleicht in Baldur's Gate, falls du dann ankommst, dann von anderen Adligen auch erkannt und oder kannst dich mit Wissen über Adlige mit denen unterhalten sozusagen und andere Sachen auch. Das ist eigentlich ziemlich cool. Was auch wichtig ist, die geben Fertigkeiten mit. Aber das ist wieder ein eigenes Thema. Denn bei Attributen gibt es einerseits die sechs grundlegenden Attribute. Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Aber auch die Fertigkeiten und auch die Attribute wirken auf die Fertigkeiten. Und die Attribute sind wichtig. Also wir haben prinzipiell Stärke für... ja, Nahkampfwaffe für Athletik, also Klettern, Stärke basierte Sachen, Werfen zum Beispiel kann man auch. Dann haben wir Geschicklichkeit, das ist eher so für Schurken wichtig, also sneaky, heimlich unterwegs sein oder auch Bogenschießen und andere geschicklichkeitsbasierte Waffen wie Rapier zum Beispiel. Konstitution ist dann eher für Lebenspunkte hauptsächlich, aber auch so Geschicklichkeit ist auch für Rettungswürfe. Rettungswürfe in Richtung Reflex. Konstitution ist Rettungswürfe in Richtung Zähigkeit, weil manche Zauber basieren oder schauen, ob sie erfolgreich sind anhand des gewürfelten Rettungswurfes von einem. Meistens hat man nämlich eine Chance, einem Zauber zu entgehen oder weniger Schaden zu erleiden. Sowas in der Art. Dann haben wir noch Intelligenz. Das wirkt sich häufig auf die Magiecaster aus. Zumindest die arkanen Magiecaster, die brauchen meistens viel Intelligenz. Bis auf Hexenmeister, ich glaube, der ist eher Charisma-basiert. Aber sei es drum. Auf jeden Fall, Intelligenz ist auch ein wichtiges Thema für viele Fertigkeiten, sieht man aber dann noch. Weisheit ist dann das Pendant für die Kleriker und Druiden. Die brauchen Weisheit viel zum Magie-Schwören, Magie-Casten, um ihre Gottheiten oder ihre Natur anzubeten.
Und Charisma ist viel in Sachen Gesellschaft, also braucht man viel Charisma, um zum Beispiel überzeugend zu sein und in Gesprächen Pluspunkte zu sammeln, vielleicht bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das Spiel gibt auch häufig die Möglichkeit, aus einer Konfliktsituation sich rauszureden. Und das wird ganz spannend. Wird wahrscheinlich häufig genug scheitern, aber ich werde es gerne versuchen. Man wird auch dankenswerterweise kompensiert, wenn man es schafft, aus einem tödlichen Konflikt sich herauszureden, indem man was auch immer macht, täuscht oder droht oder überzeugt, dann kriegt man trotzdem die Erfahrungspunkte oder sowas, als hätte man den Kampf bestritten, so in etwa. Damit man nicht underleveled ist, sozusagen bestraft wird, indem man friedliche Lösungen schafft. Oder mehr oder weniger friedliche Lösungen. So, egal wie die Punkte verteilt werden, die wirken sich normalerweise auf die Fertigkeiten aus. Man kriegt Fertigkeiten über die Klassen normalerweise, über die Herkunft kriegt man vielleicht noch Fertigkeiten, über den Hintergrund kriegt man Fertigkeiten. Und man kann auch hier meistens noch Fertigkeiten extra geübt auswählen. Heißt, man ist da besser drin, man kennt sich damit aus. Hier ein Kämpfer zum Beispiel, der athletisch ist, der kann halt gut klettern zum Beispiel. Oder stärkebasierte Sachen. Akrobatik ist dann eher springen zum Beispiel, von irgendwo runterfallen und dann nicht ausrutschen, sowas. Fingerfertigkeiten ist verklauen und alles und so weiter und so fort. Jedes Talent bzw. jede Fertigkeit hat seine Einsatzmöglichkeiten. Genau. Hier kriegen wir durch den Hintergrund Religion und Motiv erkennen. Wir sind Akolyt, ja. Je nachdem, was man wählt, hat man was anderes. Wird auch ganz relevant. Und meistens wird es dann gewürfelt. Also, es gibt dann Fertigkeitsproben. Heißt, ihr habt vielleicht ein Gespräch und ihr habt die Möglichkeit zu überzeugen, dass ihr friedlich seid. Ihr seid vielleicht bei den Gegnern gerade und wollt sie bequatschen, dass ihr doch eigentlich keine Gefahr seid und einfach durchs Lager wollt. Dann könnt ihr überzeugen versuchen und in dem Fall hättet ihr auf euren Versuch, ihr braucht vielleicht eine gewürfelte 14 und ihr würfelt einen 20-seitigen Würfel, heißt, ja, da kann 14 höher kommen, dann wäre es ein Erfolg, oder 14 und, beziehungsweise 13 und niedriger, dann ist es kein Erfolg. Und jetzt, da wir hier überzeugen minus 1 haben, ist es schlecht, weil wenn wir eine 14 würfeln, wird minus 1 draufgezählt. Also diese Werte werden hier immer auf die Würfe der Fertigkeiten mit draufgezählt und dann, ja, dann ist es schlecht gelaufen. Also die Chancen sind schlechter dadurch bei solchen Würfen. Deswegen wird noch relevant. Ich achte bei meinem Charakter sehr darauf, dass ich das gut mache. Man kann auch das Aussehen verändern natürlich, hier Aussehen bearbeiten. Unterschiedlichste Art finde ich auch ziemlich cool, also die Auswahlmöglichkeiten sind schon ordentlich. Aber, aber passt schon alles. So viel zum Allgemeinen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, ich beantworte gerne alles, wenn es in meiner Möglichkeit liegt. Was jetzt allerdings interessant ist, sind natürlich die Original Characters. Und da die sechs kennen wir schon aus dem Early Access, da hatten wir sie schon als Begleiter, beziehungsweise Karlach, glaube ich, da ich relativ früh das gespielt habe, die kam es spät im Early Access hinzu durch irgendein Update. Die habe ich da, glaube ich, noch gar nicht als richtigen Begleiter kennengelernt. Aber hier erfahren wir jetzt zumindest die Hintergründe und die gönnen wir uns alle und entscheiden dann anhand der Hintergründe gleich mal, sind die für unseren bösen Weg gut geeignet oder kompatibel oder eher weniger? Beginnen wir mit Astarion. Astarion, erzähl uns deine Geschichte. Hello, darling. Don't be shy. I promise not to bite until we've been formally introduced. My name's Astarion, and I've spent a century stalking the night, hunting for pretty morsels just like you. A man called Cazador made me what I am, kept me like a pet, forced me to do his bidding. No more. The Tadpole's influence broke his dominance over me, and now I can finally pursue the one thing I've hungered for these long, dark years. Revenge. I'm going back to Baldur's Gate to track Cazador down in his lair.
I'll be the last thing the bastard ever sees. Rache als Motiv, das ist doch schön böse, nicht wahr? Wir sehen hier, er ist ein Hochelf-Schurke. Und hier sehen wir auch seine generellen Stats. Ja, Astarion, das finde ich sehr sympathisch für mein Playthrough. Das wird wahrscheinlich mein Schurke im Trupp. Gehe ich mal davon aus. Und ich unterstütze ihn gerne. Ach ja, da steht es jetzt sogar. Ich dachte, spoiler ich es. Ja, er ist ein Vampirbrutling. Also deswegen beißen. Ja, er hat vielleicht ein paar Eckzähne zu lang. Dementsprechend wird es sehr interessant mit ihm. Ich freue mich schon auf seine Bekanntschaft. Erneut. Lazil. Lazil? Wie auch immer. Wie wirst du ausgesprochen? Erzähl uns deine Geschichte. Wir haben ja dich im Intro schon gesehen. Since I was born in the cold reaches of world space, I have known but one purpose. To wield a silver sword and ride a red dragon in service of my regent, the Githyanki Queen Vlakith. My first step on this path is to slay a mind flayer and bring its head to my queen. There is no flesh I will not carve, and no barrier I will not shatter to see it done. I am the one who sunders. I am the Undying Queen's most unshakable warrior. I am Lazel of Kaleer. Lazel. Ja, passt eigentlich auch in mein Mindset, würde ich sagen. Ist auch so eine Art von Rache. Nur ein Problem habe ich. Sie könnte vielleicht ein Problem damit haben, die Gedankenschinderlarve zu behalten. Aber dazu später mehr. Gale. Ein Magier. Ein menschlicher Magier. Was hast du zu erzählen? Was ist dein Problem? Was ist dein Beweggrund? Well met, stranger. You find yourself in the presence of the renowned wizarding prodigy, Gale of Waterdeep. Please, no need to be intimidated. My virtuosic talents once caught the eye of the goddess of magic herself, Mistra, who named me her chosen and her lover. Thanks to a slight miscalculation on my part, that relationship eventually soured, as did the greatest of my powers. Now I'm merely a humble wizard on the road to redemption. Unless I can find the path to something greater. Okay, er hatte mal Macht, er ist so ein schwere Nöte, beziehungsweise Schürzenjäger, würde ich jetzt von seiner Beschreibung her ihn schätzen. Und damit hat er sich von seiner Göttin, mit seiner Göttin verscherzt, scheinbar. Jetzt sucht er nach einer neuen Machtquelle. Gefällt mir prinzipiell auch, aber ich befürchte, wenn ich mich recht entsinne, er war eher dem Guten zugeneigt. Das ist schlecht für meine Ambitionen. Schattenherz, wie steht's um dich? My name is Shadowheart, loyal servant of Shah, goddess of darkness and loss. There is little more I can tell you than that. My lady Shah tasked me with a mission of such secrecy that I surrendered great swathes of my memory in order to safeguard the knowledge of it. All I know is that I must bring the artifact I hold to Baldur's Gate, and that nothing can stand in my way. My goddess is watching. Dieses Artefakt, möchtest du es nicht mir geben? Vielleicht ist es ein Artefakt der Macht und steigert meine Macht. Man weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir mit der Zeit mehr darüber. Will, die Klinge der Grenzen. Erzähl uns, was ist dein Problem? Seven years ago, I was exiled from Baldur's Gate, the city I call home. My name is Will, but the people of the Sword Coast call me the Blade of Frontiers, champion of the meek, defender of the innocent.
The truth isn't quite so simple. But they're right about one thing. I hunt monsters, and I always catch my prey. My latest target is a devil, and I'm right on her tail. Once I'm through with her, she'll never escape the fires of the first hell. Okay, ein Teufelsjäger. Es passt nicht so in mein Mindset. Ich bin ja dann eher Richtung der Teufel, wenn ich es richtig einschätze. Und Karlach, die neueste Begleiterin, Origin-Begleiterin aus dem Early Access zumindest. Eine feurige Barbarin, wie wir sehen können. Tiefling. Tieflinge sind ja so Dämonenblut, Teufelsblut. Und haben auch ein Problem durch ihr Aussehen in der Welt von Faerûn, in der das Ganze spielt. Erzähl uns deinen Weggrund. Ten years ago, I was sold to the Archdevil Zariel. She put a hellfire engine in my chest and made me her prized soldier. But I've escaped now. Thank you, Mind Flayers. And I've got a few scores to settle. If this engine doesn't burn me to ash first, I'll need people I can trust. An infernal mechanic and a serious amount of luck. But you know what? I'm not worried. After 10 years in the Hells, I can take on anything. I've got my chance at freedom, and believe me, I'm going home. Das hört sich nach einem sehr mächtigen Kompagnon an. Das ist eine Höllenmaschine im Körper haben, ja. Ah, das könnte problematisch sein, aber auch sehr mächtig. Aber es hört sich so an, als braucht sie gute Leute, um ihren Auftrag zu unterstützen. Mal schauen, ob sie zu uns passt. Und jetzt, wer wir sein werden. Das dunkle Verlangen. Es ist ursprünglich ein Drakonit, aber wir können ihn auch selbst gestalten. Das werden wir auch. Weil ich habe mir eine Vorstellung erarbeitet. Aber erst hören wir uns mal die Geschichte vom dunklen Verlangen an. Bis auf einen blutgetränkten Pfad hast du keine Erinnerungen an deine Vergangenheit. Im Laufe der Zeit spürst du immer wieder den Wunsch, unvorstellbare Grausamkeiten zu begehen. Wo kommen diese Gedanken nur her? Da denke ich halt gleich, wenn man am Anfang das Bild von Baal, also von Baals Logo sieht, direkt halt an Baals Brut. Aber das kann ja nicht sein, oder? Wir haben ja in Baldur's Gate 2 alle anderen vernichtet und hatten die Wahl zum Gott selbst zu werden. Dementsprechend waren wir ja der Letzte. Oder vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Das wird spannend, das wird heiß. My rancid blood whispers to me. Kill, kill, and kill again. My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured, beyond repair. I know nothing besides this. I must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me. Before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. Sehr cool. Oh ja, theoretisch kann man den spielen, als will man diesem der Versuchung widerstehen oder sich hier hingeben. Ich werde es wie in den ursprünglichen Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 Spielen handhaben. Ich werde so einen Mittelweg gehen, je nach Lust und Laune. Manchmal lasse ich dem freien Gang und manchmal denke ich mir, er ist zu viel des Guten, weil eigentlich bin ich kein Freund von sinnlosen Blutgemetzelter. Aber wenn es einen Sinn hätte, Vorteile, Macht, dann passt es in diesen Rollenspielcharakter rein, würde ich mal behaupten. Bedenkt, genau, Disclaimer, das ist nicht alles meine Meinung, das ist alles ein Rollenspielcharakter. Ich bin eigentlich sehr gutmütig. Und würde wahrscheinlich eher zur Richtung Paladin selbst gehören, aber man muss halt auch mal die andere Seite spielen dürfen und das Spiel erlaubt es einem, deswegen machen wir das. Ich habe mir überlegt, ich möchte einen Elfen spielen, hauptsächlich
wegen geübt mit Elfenwaffen. Ich brauche nämlich die Fähigkeit für den Langbogen. Geplant ist nämlich, dass mein Charakter eher aus der zweiten Reihe kämpft. Mit teils Magie und teils Langbögen. Genau. Er ist sozusagen der Bogenschütze der Gruppe. Und als Elf soll er ein Waldelf werden, weil mir gefällt die extra Bewegungsrate, die er bekommt. Extra Bewegungsrate bedeutet entweder, ich bin schneller bei den Gegnern dort oder ich kann auch weiter wegrennen von den Gegnern. Und das finde ich ziemlich gut. Dann kann ich mich besser umpositionieren mit meinem Bogen und dann eben entsprechend was machen. Als Klasse bleibe ich auch der Linie treu von Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2. Ich mache einen Druiden. Auch damals habe ich schon einen Druiden gemacht. Ich fand damals Druide unterrepräsentiert. Es gab zwar einen Charakter, der Druide ist sozusagen, aber ich fand Druide damals ziemlich stark, zumindest in Baldur's Gate 2. Schade, dass wir hier bis Level maximal 12 gehen können, deswegen kann er sein volles Potenzial nicht entfalten, aber ich glaube, das wird schon passend sein. Genau. Der Druide hat ein paar Möglichkeiten. Kriegt auch Zauber. Und die bestimmen wir jetzt auch erstmal. Zaubertricks. Standardmäßig Schillelack und Dornenpeitsche. Schillelack ist zwar ein cooler Spruch, aber brauche ich nicht. Dornenpeitsche ist ein cooler Spruch. Mit dem jemanden herziehen, das kann lustige Ergebnisse bringen. Wenn vor mir zum Beispiel ein Abgrund ist, schiebe ich ihn in, oder ziehe ich ihn in den Abgrund. Das wäre schon nicht schlecht. Aber anstatt Schillelack nehme ich hier göttliche Führung. Als Zaubertrick darf ich das immer anwenden und naja, das bringt zusätzliche Punkte auf Attributswürfe. Habe ich ja vorhin erwähnt. Über Überzeugung zum Beispiel, dann kann ich das immer anwirken und kriege einen kleinen Bonus darauf. Dadurch wird viel häufiger was erfolgreich gewürfelt. Das finde ich sehr gut. Prinzipiell kann man sich vorstellen, ein Punkt mehr ist wie 5% bessere Chancen. Also 5 bis 20% Erfolgschance kann ich dadurch hinzugewinnen. Sehr wichtig. Hier, im Gegensatz zu den anderen, bei diesem dunklen Verlangen habe ich leider, oder was heißt leider, da habe ich halt nur diesen Hintergrund zur Auswahl. Ich kann keinen auswählen. Ich bin heimgesucht. Ein Augenblick, eine Person oder ein Gegenstand des Bösen plagt deine Gedanken und ist ständig am Rand deines Blickfelds zu sehen. Schwert oder Zauber könnten nichts dagegen ausrichten. Du trägst diese Erscheinung mit dir, wohin dein Abenteuer dich auch führt. Oder vielleicht trägt sie dich? Als Fertigkeiten kriegen wir dadurch Heilkunde. Für einen Druiden ganz okay. Der ist ja, der wird der Heiler der Gruppe sein mit seinen Heilszaubern. Und Einschüchtern. Das ist jetzt für die böse Spielweise ganz okay. Also charaktertechnisch, rollenspieltechnisch ist das ganz okay. Sonst hätte ich genommen wahrscheinlich einen Gildenkundigen. Der hat, glaube ich, Motiv erkennen und überzeugen. Was ich auch cool finde. Weil ich würde mich gerne aus kritischen Situationen immer gerne rausreden. Aber so bedrohe ich sie halt und red mich so draus. Die Schwachen werden leiden, so in etwa. Gut, da können wir Punkte verteilen. Ich nehme gerne... Nee, Weisheit brauchen wir nicht. Machen wir mal so. Weisheit 16, das ist schon eher in Ordnung. Wobei, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Und dann 2 hier drauf. Charisma 12. Intelligenz dafür 8. Plus 1 auf Rettungswürfe. Also, ja, aus Übung. Gucken wir mal kurz hier rein. Minus 1 auf Religion, auf Arkane Kunde. Deswegen schade, auf Geschichte, auf Nachforschung. Nee. Das. Was hätte ich davon? Achso, ich hätte dafür die ganzen Gesprächsmöglichkeiten. Ja. Doch eigentlich lassen wir es so. Das ist, glaube ich, ganz normal. Also Geschicklichkeit und Weisheit sind für mich die wichtigsten Sachen. Geschicklichkeit, weil erstens gibt es Rüstungsklasse für leichtere Rüstungen zusätzlich. Und zweitens ist es halt der Grundwert für Langbögen. Da braucht man Geschicklichkeit anstatt Stärke. Konstitution für mehr Lebenspunkte ist ganz wichtig. Intelligenz, ja, ist halt bloß für die entsprechenden Würfe hier notwendig, also für Religion. Nachforschung, Geschichte und Arkane Kunde. Da ist das eigentlich bloß notwendig. Deswegen, das lassen wir mal.
Charisma ist nämlich wertvoller, wenn ich das richtig sehe. Charisma, wir haben hier Geschick. Natur ist auch Intelligenz. Ah, okay. Ah, das ist dann wieder schwieriger. Wir könnten Überleben stattdessen nehmen. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Genau, Natur nehmen wir auf jeden Fall raus. Motiv erkennen finde ich auch super. Da können wir Lügen entdecken und sowas. Dann finden wir eher heraus, was jemand von uns will. Überleben ist auch nicht schlecht. Spüre Beute auf. Aber plus 3 ist schon, glaube ich, ordentlich. Dann machen wir es. Motiv erkennen. Genau, wir kriegen Einschüchtern durch unsere Herkunft. Wir kriegen Wahrnehmung durch das Volk. Genauso wie Heimlichkeit. Als Waldelfen können wir heimlich herumschleichen. Und durch den Hintergrund kriegen wir auch Heilkunde. Ja, ich glaube, man sollte das, was man stark kann, noch mehr stärken. Mit Tieren umgehen, finde ich gut. Wobei. Ah doch, das muss schon Druide können, nicht wahr? Also entweder Natur oder mit Tieren umgehen und da Weisheit eher mit Tieren ist und Intelligenz Natur, dann sind wir halt bei den Tieren eher. Genau. Aber ich hätte noch was anderes mit den Tieren im Sinne gehabt. Nämlich bei den Zaubern. Das ist das letzte hier. Wir haben schon ein paar standardmäßig drin, die brauche ich aber nicht. Ich will das und das nicht. Wunden heilen, super Sache, ist so der Basic Heilspruch. Dann Donnerwoge ist ein brauchbarer Angriffszauber. Das ist so prinzipiell ein Balken vor dich heraus, eine Schallwelle, die 2 bis 16 Schaden macht. Ziemlich nett. Unten sieht man immer einen kleinen, da bei dem Würfel 2d8. Das bedeutet 2 Dices, also eigentlich müsste auf Deutsch 2w8 dort stehen. 2 Würfel. Je 8-seitig werden gewürfelt und dann der Schaden sozusagen ermittelt. Aber oben ist immer die Summe. 2 bis 16 Schaden. Hier ist auch die Summe. 1 D8 plus 13 wäre 1 bis 8 plus 3 jeweils 4 bis 11 Heilung. Genau, das sind die 2 Sachen, die ich auf jeden Fall haben möchte. Dann, deswegen meinte ich, mit den Tieren umgehen ist jetzt nicht zwingend notwendig, weil ich möchte es können, mit Tieren zu sprechen. Mit ihnen kommunizieren. Das kann interessante Situationen geben. Und da ich mit der Stärke ziemlich niedrig bin, möchte ich Sprung verbessern lernen. Weil vielleicht gibt es da Situationen, wo ich weit springen muss und dann, oder jemand anders muss sehr weit springen, dann verdreifache die Sprungreichweite einer Kreatur. 10 Züge lang. 10 Züge ist normalerweise ist ja zugbasierter Kampf, aber in der Echtzeit wären 10 Züge so ungefähr eine Minute. Also ein Zug 6 Sekunden. Redet man oder hat man immer früher geredet. Dementsprechend, ja. Damit habe ich auf jeden Fall was Heilendes, was Angreifendes und 2 Utility Spells. Das finde ich ganz okay. Es gibt noch mehr interessante Sachen, also vieles wäre interessant. Muss man alles mal ausprobieren, aber erstmal nicht. Jetzt noch das Aussehen von meinem Charakter. Ein bisschen was kann man ja ändern. Hier den Kopf, können wir mal Kopf 5? Ja, das sieht doch gut aus. Die Stimme? Where to next? Oh ja, die Stimme. What was that? Let's hope the locals are friendly. Das ist eine tiefe Stimme. Tiefe Stimme hört sich böse an. Dann finde ich zwar schön, dass du als Waldelf eine grünliche Farbe hast, aber gelb-grünliche Farbe, das aber nee. Das finde ich ein bisschen komisch. Wenn es auch vielleicht passt. Wir können hier Narben, brauche ich aber nicht. Ugh, nee. Reife könnte man Falten hinzufügen. Sommersprossen, ja, die kann man sich gönnen. Man sieht sie bloß ein bisschen leicht hier. Wenn man sie intensiviert, sieht man sie deutlich mehr, aber das braucht man nicht. Leicht ist in Ordnung. Wir können sogar hier ein bisschen die Haut verändern. Brauchen wir aber auch nicht. Ich bin eher so Standardspieler. Ich habe da nicht viel am Hut. Dann können wir Körperschmuck, Tattoos und Piercings einstellen. Interessiert mich aber überhaupt nicht. Muss ich zugeben. Sieht eher Bemalung aus als Tattoo. Oh, das sieht aus. Woher kenne ich das? Heil Hydra oder so ein Zeug? Wo kennt man doch solche Bemalungen? Augen Elfengrün. Hört sich doch für den Elfen eigentlich passend aus. Man könnte hier einstellen, dass sogar die Augen 2 unterschiedliche Farben haben. Also hier. Heterochromie. Schminken. Keine Schminke. Natürlicher Style ist ohne Schminkung. Lippentönung. Ja, gut. Haare. Deine Haare sind elfenhaft.
galant lang. Das ist eigentlich schon ganz hübsch und ganz passend, würde ich sagen. Schauen wir mal kurz, vielleicht finden wir was anderes. Mal kurz drüber gehen. Oh je. Das passt eher zu meinem Style eher. So sehen meine Haare aus. Die müssen auch geschnitten werden hier. Ja, ich nehme die da. Tatsächlich von der Farbe her passt es. Ich liebe so ein Rotbraun. Sieht schön aus. Glanzlichter. Da können wir ein bisschen hier Wuji Games mit reinbringen. Bisschen lila. Ja, das sieht doch ein bisschen magischer aus. Mystischer. Jawohl. Bisschen so Strähnchen sozusagen. Ergrauung brauche ich nicht. Ich bin... Ja, als Elf bin ich jung. Ich bin mit meinen 120 Jahren noch recht jung. So in etwa. Könnte man fast behaupten. Ja, und damit habe ich meinen Charakter erstellt. Ich bin zufrieden. Es ist jetzt kein spezieller Charakter, also nichts Besonderes. Da kann man bestimmt irgendwelche Kuriositäten zusammenbauen. Aber ich finde es okay. Ich bin damit zufrieden. Deswegen fahren wir fort. Wir nennen ihn Wuji. Der Standard natürlich. Hier nochmal alle Zusammenfassungen. Ich glaube, damit habe ich auf jeden Fall einen spannenden Charakter erstellt. Leichte und mittlere Rüstung, bin ich mal gespannt. Als Druide sollte ich, glaube ich, bloß Naturmaterialien tragen dürfen. Mal schauen, ob die Beschränkungen auch hier existieren. Also so ein Ringpanzer, der vielleicht unter mittlere Rüstungen zählt, der gilt halt nicht für die Druiden oder kann nicht von Druiden getragen werden, weil Metallverarbeitung ist nicht so das Beste beim Druiden. Aber schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ich brauche einen Wächter. Okay, für einen bösen Durchgang haben wir schon standardmäßig eine Drow. Ja, dann bleiben wir doch auch gleich direkt. Finde ich nicht schlecht. Eine Volksunterart. Love-ergebene Drow. Ja, wenn ich davon träume, ist das ein Albtraum. Ist in Ordnung. Remarkable. Follow your instincts. Okay, es gibt plus zwei. Remarkable. Na gut, dann truly. Weiblich ist in Ordnung. Lieber träume ich von einer Frau als von einem Mann. Ja, oder? Ja. Oh, ich bin er. Okay. Mann? Siehst aber nicht so aus wie ein Mann jetzt. Good luck. Follow your instincts. Belassen wir es mal dabei. Don't be afraid. Wir nehmen... Der Kopf sieht doch auch ganz okay aus. Genau. Jawohl, gefällt mir. Dämmerung 6. Ich nehme Dämmerung 5. Ja, das passt ein bisschen heller sozusagen. Sie ist ja da unten im Mondlicht oder Höhlenlicht, wenn es da Licht gibt. Reife brauchen wir nicht. Anzahl Sommersprossen. Dafür, dass du 0 hast hier, hast du schon ziemlich viel, finde ich. Oder? Ja, eigentlich schon. Oh, schau ich die Details an. Selbst die Hautporen sieht man da teilweise. Rest brauchen wir nicht. Körperschmuck. Auch du brauchst keine Tattoos, bitte. Die Augen. Tatsächlich, da ist eine Besonderheit bei diesem Drow, weil... Oh, da sieht man es kaum. Ah, das ist doch schön. Viel leuchtender. Denn die Loth-ergebenen Drow, die bösen Drow, wurden von ihrer Göttin gesegnet, kann man sagen, mit roten Augen, damit sie in der Dunkelheit von ihren Feinden viel leichter erkannt werden und damit der Schrecken in ihre Gegner und ihre und die anderen Völker viel besser einkehrt. Wenn rote Augen in der Dunkelheit leuchten, wissen sie, das Ende ist nah. Schminkstil. Ich bin kein Fan von Schminke. Weiß nicht, wozu man sowas braucht. Finde auch nicht, dass du welches brauchst. Die Haare. Finde ich eigentlich schon schön, die Haare. Ich finde es echt nicht schlecht. Also die haben vielleicht habe ich einfach so einen Allerweltsgeschmack, aber die haben schon einen guten Geschmack bei ihren Standardauswahlen. Ich schau mal kurz, ob es da was anderes gibt. Das sieht ein bisschen... Mist, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, was für eine Haarfracht das war. Haare, ja, auch nicht schlecht. Lange Haare trocknen bloß immer so lang. Das sieht komisch aus. Das ist mir zu aufwendig. Wollte gerade sagen, das sind auch meine Haare fast schon. Auch nicht schlecht. Pferdezopf mit Strähnen.
Qual der Wahl. Hätte ich mal lieber das, den Standort belassen. Auch und das. Ja, das. Aber nee. Da baumelt zu viel rum. Ah, schwierig. Ich würde eigentlich gerne wieder zum Standard zurück. Oder finde ich noch was? Also, ich mag schon eine gewisse Länge der Haare. Das muss schon sein. Also, kurze Haare. Weiß ich nicht. Finde ich zwar. Das. Nee, das waren nicht die Standardhaare. Oh, das gefällt mir eigentlich. Pferdeschwanz. Oh ja, das gefällt mir. Oh, das ist ein bisschen buschig. Nee, das gefällt mir. Das nehmen wir. Das ist mein Guardian. Glanzlichter. Wollen wir hier auch Glanzlichter machen? Oh, warum nicht? Können wir doch gleich passend dazu machen, oder? Ja. Passt, glaube ich, auch ganz gut zu den Haaren. Grau als Haarfarbe passt zu den Drow. Das ist in Ordnung. Und dementsprechend passt das für mich. Gesichtsbehaarung. Ja, gut, bei einer Frau. Okay. Bei den Zwergen wäre vielleicht bei der Frau auch eine Gesichtsbehaarung möglich, aber hier nicht. Dann ziehen wir mal weiter. Finally, es beginnt.
von einem Chaos ins andere gestrandet. Oder gestrauchelt. Ja, viel passiert. Viel zu erklären. Und da sind wir. Was ist gerade passiert? Die Gedankenschinder sozusagen haben versucht, scheinbar neue Menschen oder Wesen zu sammeln. Für neue Gedankenschinder wahrscheinlich. Und the blood in your head thrums and pounds. That pounding blood obscures who you are. An overwhelming loss of memory. How you ended up amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull. Besides your name and a headache. But you are in danger. I'm in danger. Bin ich in danger? Genau. Ein Krieg zwischen den Gitanki. Da haben wir eine gesehen, die auch entkommen ist. Die auf den Drachen ritten und das angegriffen haben und den Gedanken schindern. Warum? Keine Ahnung. Was die Beweggründe von allen sind? Keine Ahnung. Wie wir hergekommen sind? Keine Ahnung. Was wir als nächstes machen? Wir werden es sehen. Beim nächsten Mal. Aber erst verfluchen wir denjenigen, der dafür verantwortlich ist. Der Torturer behind this cruel prank will meet your malice when you get out of here. Killing. Now that sounds like your first good idea. Oh yeah. My head. Hier ist so einiges passiert und wir sehen ja hier im Hintergrund, wir sind immer noch unterwegs. Also, wir sind in Gefahr in einem Nautiloiden, so heißt dieses, ja, dieser Ort. Naja, und hier werden wir uns das nächste Mal genauer umschauen. Das wird ein episches Abenteuer. Oh, ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich darauf. In dem Sinne, abonnieren nicht vergessen, damit ihr mehr Videos davon sehen könnt. Und liken, kommentieren, Fragen stellen, falls ihr noch welche habt. Und dann geht's beim nächsten Mal los in ein neues episches Abenteuer. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.